Geben Sie mir jetzt einen Donut. Ich will jetzt einen Donut haben. Wieder in die Familie. Ich will jetzt meinen Donut haben, den Sie mir versprochen haben. Er muss sich gleich schlafen legen und er war den ganzen Tag sehr unerfolgreich. Ich denke, es liegt ein bisschen an dem Gesicht, aber... Gib mir den scheiß Donut! Hallo. Ich will den Donut haben! Jesus! Warte kurz, ich will mal gucken, was da passiert. Es hält mich gleich auf! Geben Sie mir jetzt einen Donut! Ich will jetzt einen Donut haben! Wieder in die Familie. Ich will jetzt meinen Donut haben, den Sie mir versprochen haben! Wenn ich am Krankenhaus keine Pommes im Frieden bekomme, Alter, dann rast mich krass frisch aus! Wissen Sie, wie mich das sauer macht? Geben Sie mir jetzt bitte einen Donut! Ich will jetzt einen gottverdammten Donut haben! Geben Sie mir jetzt einen gottverdammten Donut! Komm, eine Minute Speed-Chire klären. Komm, schnell. Los. Da hinten sind Chires, glaube ich. Ich sehe nicht so weit durch die Brille, durch die Maske. Mein Freund hier braucht unbedingt ihre Nummer, denn er muss sich gleich schlafen legen und er war den ganzen Tag sehr unerfolgreich. Ich denke, es liegt ein bisschen an dem Gesicht, aber das müssen Sie dann letztendlich beurteilen. Wären Sie denn so freundlich, meinen Kollegen hier zu unterstützen? Das ist echt eine tolle Frage und das ist echt super nett von Ihnen. Warten Sie kurz, bevor Sie weiterreden. Jetzt kommt gleich ein Aber. Bevor Sie weiterreden. Dieser Mann hier rettet kleinen Kätzchen das Leben. Dieser Mann hier ist heute diese Palme hochgestiegen, um meine Babykatze zu retten. Er ist wirklich ein sehr, sehr toller Fang. Geben Sie einfach die Nummer, bitte. Ja, nehmen Sie sich Zeit. Oh nein, jetzt kommt das Aber. Schnell, lauf weg. Ich bin verheiratet. Ach so. Ich bin aber verheiratet. Verheiratet. Hallo! Lassen Sie meinen behinderten Freund in Ruhe, der kann nicht laufen. Ich bin Norbert. Oh, ich kann dich ja gar nicht leiden. Hier, das ist doch hier wieder die Bettelmafia. Der sitzt doch gar nicht im Rollstuhl. Ich sehe das doch auf 100 Metern. Wir betteln doch gar nicht. Na klar, ihr wart eben gerade betteln hier. Ich sehe es doch. Nee, sonst hätten wir ja Geld. Bettelmafia. Hallo. Entschuldigung. Wir betteln nicht. Er möchte auch nur gerne wieder laufen, oder? Ich kann ihn ja mal vom Rollstuhl kloppen. Mal sehen, wie gut er dann laufen kann, wenn oder? Das machst, haut dir die Fresse voll. Vielleicht renke ich die Sachen hey, Fremder, wieder Fremder, ein. Wie heißt du? Martin Schneider. Martin Schneider, hallo. Oh, ich kann wieder gehen. Schau das an, Martin Schneider, weil du mir deinen Namen gesagt hast, kann ich wieder gehen. Es ist der absolute Wahnsinn. Martin Schneider, lass dich drücken. Martin Schneider, lass dich drücken. Martin Schneider, lass dich drücken. Ja, und zwar, ich bin von einem Fernsehsender, NDR, ne, Funk, wenn Sie das kennen. Ich rede nicht mit denen. Und zwar recherchiere ich wegen der Bettelmafia. Ich rede nicht mit denen. Ich rede nur mit RTL. Darf ich mal ausreden? Ich rede nur mit RTL. Und zwar... Ich rede nur mit RTL. Wollen wir mal wissen, wer denn so im Hintergrund der Bettelmafia die Fäden zieht? Man sieht ja auf der Straße nur solche Leute wie Sie, sag ich jetzt mal, die so tun, als ob ihnen Arm fehlt, als ob sie einen Zeh fehlt. Und dann, um Geld betteln. Machen wir heute noch ein bisschen Halligalli oder ist heute schon Feierabend? Ich hab gedacht, wir drei, wir machen heute noch Party. Was sagt's, Burschen? Ja, gerne doch. Abfahrt! Okay. Machen wir noch ein bisschen Rambazamba. Ja, ein bisschen Rambazamba hier. Ja. Luis, du fährst. Du bist der Fahrer. Ja, hupf nein jetzt, Grutzsackere Zement. Bei mir Alex, drei Grutze Bier beim Hupfen, scheiß Abend jetzt. Nein, Krabi rast. Was machst denn du? Nicht den Kofferraum. Du Zipfelglatscher, außen mit dem. Natürlich. Nein, das geht nicht. Zipfelglatscher. Ich komm doch gar nicht da rein. Komm, setz dich hinten. Das ist doch ein Viersitzer. Aber was ist denn das für ein Scheißdreck? Was ist denn das für ein Scheißdreck? Drei Tage später. Hey, Martin! Ich kenn dich doch, du bist doch der Martin! Hey, bist du von der Gang? Martin! So, ja. Was geht? Der Martin, du bist doch der Reporter! Also, wenn der jetzt die Nummer raushaut, dann wär's witzig. Die hol ich mir dann auch. Hier, schreib meine Nummer noch auf. Die siehst du jetzt oben links im Augenwinkel. Ja, schreib auf. Rufst du mich mal morgen an und dann treffen wir uns und dann schnappen wir mal eine Runde. Wie heißt du, Digga? Rapper, wie ist dein Rappername? Ich heiß Johnny, Digga. Johnny, Digga, okay. Mit H und Doppel N. Lass mal kurz. Oh Mann. Er ist ein Reporter. Vertrau ihm nicht. Der nimmt die Shops. Warum? Der arbeitet für die nicht. Bullen. Meinst du? Warte kurz. Ja, okay, hab ich, Digga. Warte. Das hat immer deinen Reisepass, mein Lieber. Ich kaufe jetzt ein neues Handy. Von dem Typ, Hops.
Hallo? Amigo, ich grüße dich. Ja, Kollege, wer bist du? Hat nichts zur Sache zu tun. Ich habe eine Information für dich, die dich sehr interessieren könnte. Eine Information für mich? Ja, du hast letztes Mal mit einem Kollegen gesprochen. Ein Mann mit die Glatze. Sein Name ist Tim. Kannst du dich vielleicht erinnern? Tim Meyer? Ja, oder genau. Eier. Ja, was ist denn mit dem? Wir wollten dich nur darüber informieren, dass er bei uns war. In unserer Gang. Ich kann dir den Namen nicht sagen, aber er hat dort sehr viel geklaut. Und er hat Leute hops genommen ohne Ende. Am besten würde ich ihn begraben. Ich würde ihn einen Stein an den Fuß binden und in ein Meer versinken. Bist du ein Hörtier bei dir in der Familie oder bist du nur ein kleiner Fisch? Bei Crips. Bist du groß oder bist du kleiner Fisch? Ich bin der OG. Wenn du OG bist, dann solltest du das sehr gut beobachten und vielleicht sogar regeln. Ich guck mir das an, ich hab morgen ein Treffen mit ihm. Ja, guck dir das an. Wenn du Rücken brauchst oder Informationen, sag Bescheid. Schreib mir ein SMS unter diese Nummer, okay? Ich ruf dich morgen an und dann kommst du mal auch zu mir nach Hause, ja? Dann treffen wir uns mal, schnacken wir. So machen wir das. Okay, Kollege, dann hören wir uns morgen. Mach's gut, amigo. Ciao, ciao. Okay. Digga, what the fuck, Alter? Ja, yeah, was meint ihr, Digga? Ich bin ja schon ein krasser OG, oder? I think the girls with their nails done now.